Ja, einen wunderschönen guten Morgen und seid gegrüßt zu einem neuen Video zu den Binian-Optionen. Und wie immer siehst du auch hier ja, die zwei Hauptfenster. Einmal links hier mein Tool, mein Werkzeug, wo ich mir hier die Währungspaare unten angelegt habe und mir somit hier Einstiegspunkte heraussuche oder gute Möglichkeiten, um Trades zu platzieren. Hier eine Meldung, Euro, US-Dollar, sollte es interessant sein. Ich sehe nach. Euro, US-Dollar, okay. Bedeutet, ich gehe hier zum Broker auf die rechte Seite, stelle hier um auf die 60 Sekunden und hier handle ich auch mit einer bestimmten Strategie und zwar der Tandem-Strategie heute oder der 2-und-1-Strategie. Bedeutet, ich setze zuerst einen 2-Minuten-Trade und dann ab der Hälfte einen Minuten-Trade, einen 60-Sekunden-Trade mit dazu. Gut, und dazu, wie gesagt, benötige ich natürlich erst einmal Einstiegspunkte. Und ganz wichtig auch, dass du versuchst, diese Trade so gut es geht zu Beginn einer neuen Minute zu platzieren. Deshalb hier oben diese Uhrzeit, GMT, hier die fünfte Sekunde gerade und circa so 58. Sekunde meine ich, werde ich hier meine Optionen setzen, beziehungsweise die 2-Minuten-Option und dann auch die 60-Sekunden-Option. Gut, Pfund Yen, mal sehen. Gut, Pfund Yen. Bedeutet, ich hole mir jetzt hier bei einem Fenster Pfund Yen rein. Pfund Yen habe ich hier. Beginne mit der 2-Minuten-Option, 120 Sekunden. Okay, die 10 lasse ich mal stehen. Und hier oben der Sekundenbereich. Ja, und das bedeutet 58, ich gehe rein und setze meine Option. Gut, der 2-Minuten-Trade ist sozusagen jetzt hier platziert. Hier zu Beginn dieser neuen Kerze oder auch hier dieser Kerze. Da wir hier im Minuten-Chart sind, bedeutet die Kerze, die du siehst, entspricht 60 Sekunden. Und deshalb ist es eben auch wichtig, hier so gut es geht zu Beginn dieser Kerzen diese Trades hier zu platzieren. Gut, rote Kerze, ja, bedeutet natürlich, ich bin im Gewinn, weil ich hier oben eingestiegen bin, genau zu Beginn dieser Kerze. Und ja, geht der Kurs nach oben, drückt er mich natürlich in den Verlust. Ja, mal sehen, wir sind jetzt hier bei der 39. Sekunde, den 60-Sekunden-Trade. Ich komme jetzt hier schon dem Mittelband etwas näher und näher. Okay, 55, gehe ich rein. Ja, ich setze den noch. 9 Minuten hat begonnen. Und jetzt hier mein Einstieg genau bei dieser grünen Kerze. Allerdings, die Bänder sind jetzt nicht die breitesten. Ja. Deshalb auch jetzt hier nur meine 10 Euro. Der 2-Minuten-Trade steht natürlich im Gewinn. Der hat jetzt einen Einstieg hier oben. Der 60-Sekunden-Trade, wenn der grün wird, ja, ist das schlecht für mich. Der 2-Minuten-Trade wäre noch im Gewinn. Und wenn alle beide nach unten ziehen, dann bin ich natürlich hier mit den beiden Trades hier im Gewinn. Du siehst, alle zwei laufen genau zeitgleich ab. 14, 13. Allerdings haben sie natürlich unterschiedliche Einstiegshöhen. Gut, in diesem Fall sind die beiden hier sehr schön in den Gewinn gewandert. Gewonnen und gewonnen. 16,70. Und zack, die nächste Kerze schießt nach oben. Deshalb ganz wichtig, dass du wirklich versuchst, so gut wie möglich hier auf diese Kerzen hier rauszukommen. Denn du siehst, die nächste Kerze zieht hier wieder gewaltig nach oben. Und ja, wenn jetzt bei der 10. Sekunde du zum Beispiel jetzt eingestiegen wärst, dann hättest du jetzt alle zwei Trades hier in den Verlust gebracht, beziehungsweise diese Kerze hier. Ja gut, 16,70.
Okay, Kurs geht wieder nach oben. Interessant wird es eben auch, wenn der erste Trade nicht im Gewinn steht. Mal sehen. Gut, den lasse ich jetzt hier noch etwas Zeit, würde ich sagen. Den Pfund-Yen. Pfund-Yen, hier das obere Fenster. Euro-Pfund war noch eine Meldung dazwischen. Okay, fällt hier nach unten. Der Euro-Pfund. Lege ich mir hier unten zurecht. Euro-Pfund. Wichtig hier immer darauf zu achten, dass du hier einfach auch die Zeiten immer schön umstellst. Gut, Euro-Pfund fällt nach oben und der Euro-Yen geht hier durch die Decke gerade. Ja gut, Euro-Yen oder Euro-Pfund. Ich denke eher Euro-Pfund. Aber ich sehe hier oben schon die rote Kerze. Okay, von der Zeit her stehe ich jetzt bei der 43. Sekunde. Ich muss mir noch etwas Zeit lassen. Ich kann jetzt hier nicht einfach einsteigen, sondern wieder auf die 58. in etwa 59. Sekunde warten. Und dann werde ich hier meinen 2-Minuten-Trade platzieren. Okay, und jetzt habe ich es gerade übersehen. Habe ich nicht aufgepasst. Ärgerlich, aber okay. Ja, Pfund US-Dollar sehe ich auch noch etwas Interessantes eventuell. Aber jetzt sollte ich mich auch langsam entscheiden. Und ich werde hier bei Euro-Pfund einsteigen mit der 2-Minuten-Option. Okay, hier oben 55, jetzt muss ich aufpassen, 58, 59, okay, ich gehe rein, setze hier den 2-Minuten-Trade, ist draußen hier der Beginn einer neuen Kerze. Okay, und die zieht noch gewaltig jetzt in den Keller hier nach unten und bedeutet hier oben ein Einstieg. Ja, und ich bin jetzt hier wirklich schön nach unten abgefallen. Gut, bedeutet hier mein erster 2-Minuten-Trade schön im Verlust. Jetzt habe ich aber noch meinen 60-Sekunden-Trade. Ich warte wieder auf die 58., 59. Sekunde und werde dann den 60-Sekunden-Trade noch dazu setzen. Und den setze ich gleich mit dem Doppelten. Kannst du oder auch nicht. Ich nehme hier gerne immer das Doppelte, um eventuell gleich den ersten wieder auszugleichen. Gut, hier oben 56, 57, 58 und ich gehe rein, setze hier den 60-Sekunden-Trade. Gut, jetzt zu Beginn dieser Kerze hier. Steht jetzt hier mein 60-Sekunden-Trade. Und wenn diese grün wird, würde ich im Gewinn stehen mit meinem 20-Euro-Trade. Der erste Trade wäre wahrscheinlich noch im Verlust, aber wenn der zweite, der 60-Sekunden-Trade im Gewinn landen würde, wäre ich jetzt hier zufrieden, da ich hier natürlich 20 Euro gesetzt habe. Und das bedeutet, mein Payout wäre hier bei 34, wie du erkennen kannst, wäre ein Reingewinn von 14 Euro und somit hätte ich den ersten 10-Euro-Trade wieder ausgeglichen. Und naja, okay, und wäre mit 4 Euro noch mit Gewinn vom Platz gegangen. Gut, immer noch besser als wie mit Verlust natürlich.
Gut, überprüft, gewonnen und ja, der erste verloren, ist zu tief abgerutscht, aber der zweite eben hier unten hat die Sache wieder rausgerissen. Gut, wunderbar. Bedeutet der Zehner hier war leider noch ein wenig zu früh und der 20er hat das alles wieder kontrolliert. Nicht kontrolliert, 10, 20, korrigiert meine ich. Okay, hier unten der Kurs geht jetzt hier schön nach oben. Ja, Euro-US-Dollar, mal sehen, wandert hier nach oben, Euro-US-Dollar, wo haben wir den? Ja, und der Pfund-Yen eventuell auch noch. Gut, Euro-US-Dollar hole ich mir hier unten auf den Schirm und wie gesagt, ganz wichtig, die 120 nicht vergessen. Euro, US-Dollar. Okay. Euro-Yen. Ich denke, ich werde Euro-Yen nehmen. 120 Uhrzeit, 57, 59. Okay, ich gehe rein, setze den 2-Minuten-Trade. Bei Euro-Yen, mein 2-Minuten-Trade liegt jetzt in etwa hier oben zu Beginn dieser neuen Kerze hier. Ja, auf Put, auf einen fallenden Kurs. Ist sie rot? Ist das gut für mich? Wird sie grün, ja, stehe ich im Verlust. Wie gerade eben, der Kurs wieder ein Stück nach oben gezogen und schiebt mich jetzt hier in die Verlustzone. Gut, bedeutet, bei Euro-Yen, ich gehe jetzt auf die 60 Sekunden. Man kann verdoppeln, man muss es nicht, ich verdoppel jetzt hier. Warte wieder auf die Uhrzeit, ganz wichtig. In etwa eine Sekunde, zwei Sekunden, bevor eine Minute beginnt. Die neue Minute meine ich. So, okay, auf Put. 60 sind eingestellt. 58, 59 und ich gehe rein und setze den 60-Sekunden-Trade. Der hat seinen Einstieg jetzt hier oben. Gut, würde der Kurs noch ein bisschen nach unten ziehen, hätte ich den ersten Trade auch im Gewinn, schaffte es nicht, wäre ich schon mit dieser roten Kerze zufrieden. Und mit den 4 Euro Gewinn. Bis jetzt allerdings stehe ich im Verlust, man kann hier wieder erkennen, 21,20 in etwa laufen sie synchron, die beiden Trades. Aber wieder mit unterschiedlichen Einstiegshöhen. Ja, den ersten habe ich nicht erwischt, der Kurs ist noch ein Stück weiter gezogen. Und ja, die nächste Stufe eben hier oben. Auch wieder auf einen fallenden Kurs, hier wichtig, wieder auf dieselbe Richtung nach unten. Und die Sache scheint hier wieder aufzugehen. Der erste, wie gesagt, hat leider hier nicht mitgespielt. Der Kurs hat sich noch weiter stärker nach oben entwickelt. Deshalb auch im Verlust, aber du siehst, der zweite, die zweite Kerze ist wieder nach unten gezogen und die hat mir jetzt wieder den Gewinn gebracht. Deshalb auch 2 und 1 oder Tandemstrategie, wie gesagt, man setzt zuerst den 2-Minuten-Trade und dann ab der Hälfte den 60-Sekunden-Trade. Gut, bedeutet hier noch einmal dasselbe. Gut, mal sehen. Pfund-Yen.
Schade, da bin ich leider einen Ticken zu spät dran gewesen. Bei Pfundien. Ja gut, australischer Dollar, US-Dollar vielleicht. Ja, auch wieder Euro-US-Dollar Mittelband. Pfund-US-Dollar auch. Ja, und der Euro-Yen könnte sich auch dorthin bewegen. Der Euro-Pfund ist hier bereits. Ja, das bedeutet einfach wieder etwas abwarten, bis sich der Kurs wieder an eines der äußeren Bollinger Bänder heranbewegt. Ja, 2 und 1 Strategie, wie gesagt, mit der 2-Minuten-Option und mit der Minuten-Option. Was ich auch gerne verwende bei einem anderen Broker, ist hier noch die zusätzliche 30-Sekunden-Option. Ja, da kannst du die letzte Minute auch noch mal aufteilen. Ja, okay, australischer Dollar, US-Dollar. Klingelt durch. Okay, von der Uhrzeit her, eine neue Minute hat gerade begonnen, sehe ich. Siebte Sekunde. Hab noch etwas Zeit. Australischer Dollar, US-Dollar und wieder 120 Sekunden umstellen. 36. Sekunde. Da werde ich noch eine Minute länger warten. Bei australischer Dollar, US-Dollar. Bei den anderen Währungspaaren könnte es auch wieder langsam interessant werden. Euro-US-Dollar kommt wieder nach oben. Okay, 57., 58. und ich gehe rein. Australischer Dollar, US-Dollar. Und
Ja, etwas gewagt, setze ich hier meinen 2-Minuten-Trade. Der Einstieg in etwa hier. Und ich gehe auf die 60 Sekunden. Wir sind hier 47. Sekunde. Würde der Kurs jetzt hier bis zum Mittelband nach unten ziehen, würde ich mir jetzt den zweiten Trade schenken. Ja, ich stehe jetzt hier bei 10 Euro. Gut, und setze jetzt hier noch 9 Minuten den zweiten Trade. In etwa hier, zu Beginn dieser Kerze. Auch wieder auf einen fallenden Kurs. Hier oben der 2 Minuten Trade. Der Einstieg und ja, ab der Hälfte, nach einer Minute, der 60 Sekunden Trade noch hier dazwischen. Aber wie gesagt, würde der Kurs sich zu weit jetzt hier nach unten entwickeln, innerhalb der ersten Minute würde ich mir den zweiten Trade höchstwahrscheinlich schenken, da es natürlich hier zum Mittelband hin immer wieder gefährlicher wird, dass der Kurs hier eine Gegenbewegung startet. Und somit den 60 Sekunden Trade ja durchaus schneller in den Verlust drücken kann. Und deshalb, ja, wie gesagt, auch ein bisschen aufpassen, wie weit der Kurs sich vom äußeren Bollinger Band zum Mittelband bewegt, ob da noch Platz, noch Luft dazwischen ist. Okay, mal sehen. Alle zwei hier im Gewinn. Wunderbar. 17-17. Die Sache gut ausgegangen. Okay, die 10. Nehme ich einfach die beiden oberen hier. Dann Bilanz, wie viele Trades? 4, okay, 8. Dann werde ich mir noch eine Möglichkeit suchen. Dann machen wir die 10 hier voll. Pfund US-Dollar eventuell. Und Euro ist toll, eine Meldung. Okay, der Kurs zieht richtig schön weiter hier Richtung Mittelband hier bei australischen Dollar, US-Dollar. Euro, US-Dollar, bist du hier? Sekunden. Die Uhrzeit, okay, habe ich gerade übersehen. Dritte Sekunde, naja, noch etwas warten. Der Kurs entwickelt sich gerade nach oben. Habe ich nicht aufgepasst. Euro-Yen steht am Mittelband, Euro-Pfund. Okay, nächste Meldung, Euro-Yen. Kommt hier nach unten. Euro-Yen, Euro-Yen. Auf die 2 Minuten. Okay, 59.
Eine Minute, denke ich, werde ich hier noch länger warten. Fundieren. Fundieren. Eventuell auch gut, aber Euro-Yen bin ich jetzt stehen geblieben. Euro-Yen 120 Sekunden, 2 Minuten, hier oben 55, 56 und so weiter. Und ich gehe rein, Call-Option. Neue Minute beginnt, neue Kerze auch. Mein Einstieg somit hier. Bei dieser Kerze, mein 2 Minuten Trade auf einen steigenden Kurs. Ich gehe auf die 60 Sekunden wieder. Achte auf die Uhrzeit. Und je nachdem, wie sich das jetzt hier entwickelt. Okay, rote Kerze, schlecht, bedeutet Verlust. Ich werde hier gleich einmal verdoppeln, denke ich. Fünfzigste Sekunde. Kurs fällt weiter nach unten. Okay, 58, 59, ich gehe rein. Setze den 60 Sekunden Trade dazu. Hier mein Einstieg bei dieser Kerze. Wieder auf einen steigenden Kurs. Bis jetzt der 60 Sekunden Trade im Gewinn. Der 2 Minuten Trade aus dem Geld. Den wiederum verdoppelt. Payout würde bei 34 liegen. Und ja, würde die Situation so bleiben, hätte ich jetzt hier noch 4 Euro Gewinn. Kurzzeitig ist der Kurs etwas höher gezogen und hat hier sogar den ersten 2 Minuten Trade in den Gewinn gedrückt. Mal sehen, die letzten 10 Sekunden. Auch wieder fast synchron die beiden Trades. Dieselbe Auslaufzeit, aber zwei unterschiedliche Einstiegshöhen. Gut, und die zwei sind abgelaufen und alle zwei bestätigt im Gewinn. 17 und 34. Und hier kann man schön die Einstiege erkennen. Hier unten, beziehungsweise hier oben, der 2-Minuten-Trade, etwas nach unten gefallen und dann hier mit der 60-Sekunden-Option wieder dagegen gesteuert, hier mit dem Doppelten, und der Kurs ist hier bei dieser Kerze hier sehr schön nach oben gezogen bis zum Mittelband und hat somit im Endeffekt auch den 2-Minuten-Trade in den Gewinn gedrückt. Gut, ja, sogar hier ein 20er mit dabei, bedeutet hier den 10er und ein 20er war auch im Gewinn. Gut, dann zähle ich das jetzt hier einmal zusammen. Bedeutet Einsatz, Doppelpunkt, dann der Umsatz, Doppelpunkt, Gewinn und ja, Gewinnquote. Gut. Zehn, 20, 30, 50, 60, 80, dann die 200, 130 wäre der Einsatz, unser Handelsvolumen. 130, dann der Umsatz, sind die 1, 2, 3, 4, 5, bedeutet 5 mal 16,70 €. Ist gleich 83,50. Gut, plus jetzt hier einmal 34, plus 34, dann nochmal plus 34,
Und hier unten haben wir noch einmal 34. Dann haben wir jetzt hier einen Umsatz von 185,50. Ja. Bedeutet hier minus den Einsatz noch, minus die 130. Dann haben wir hier unseren Reingewinn. Das sind 55,50 Cent. Gut. Ja, Gewinnquote. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 Trades genau. Von den 10 Trades 2 im Verlust bedeutet natürlich hier eine 80er Gewinnquote in diesem Fall. Gut. Ja, ich bin zufrieden damit. Tandem-Strategie. Eine sehr interessante Strategie, wie ich finde. Und ja, hast du Interesse oder hast du noch kein Tool, mit dem du arbeitest, noch kein Werkzeug, mit dem du die Märkte hier analysierst? Kein Problem, du kannst wie immer dieses Paket von mir kostenlos bekommen. Den genauen Weg dazu findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Den Link einfach anklicken und ja, siehst dir an. Und wenn du Interesse hast, wie gesagt, kein Problem. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und ja, ich würde sagen, ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, ciao.